Ah, dritter wahrscheinlich. Ja, es gibt keinen Grund, sich zu freuen, auch wenn Yoshi 20 gekriegt hat, weil ich weiß, dass ich ja Rosalina bin. Ah, ist das nicht schön? Auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, es ist jetzt einfach mal der perfekte Zeitpunkt gekommen, diesen Pilz einzusetzen. Dann mach das doch einfach, dann mach das doch. Und ich krieg eine 8 noch hinterher. Eine 13, schön. Mal gucken, gibt's jetzt diesmal die Röhre? Oder ich schau nicht? Einfach mal. Wahrscheinlich nicht, ich glaub nicht. LOL! Warum? Kannst du da eine versteckte Blockkarte kaufen? Ich weiß es nicht, aber ich nehme sie gerne an. Oh. Die nehme ich doch gerne in versteckten Block erscheinen lassen, why not? Naja, wenn Kino immer schon so viele hatte, dann müssen wir auch mal eine kriegen, oder? Auf jeden Fall, Alter, weil ich ja in dem ganzen Projekt vielleicht eine hatte. Oh Gott. Aber 40 Münzen ist schon ein teurer Preis. Das ist teuer, aber wenn du dir von Stern kaufen kannst, einfach so, dann lohnt sich das. Dann schon. Wenn du das Geld hast, ne? Ist by the way, ich habe noch ein anderes. Ich muss es wieder bei dem scheiß Cooper-Bank vorbei. Ist das dein Ernst? Vor allem, es gibt übrigens noch ein Item, was ich kenne, was es, glaube ich, gar nicht im Shop gibt, sondern einfach man kriegen kann. Und zwar eine Mal-2-Karte. Dass man sich 2 Sterne kaufen kann. Bei einem. Okay. Wenn man die hat. Das habe ich auch schon gesehen. Damit hat mich nämlich ein gewisser Charakter namens Luigi, damals als Com-Gegner natürlich, richtig abgefuckt, wie er sich auf einmal 2 gekauft hat. So, 4 Spiele wieder. Glücksgolf, oder? Bitte, Oh nee. Ist das jetzt wieder das, oder? Ja, ich weiß, was das ist. Oh, achso, gut, das kann ich. Das ist okay. Nee, Kino, vergiss es. Wollen wir uns absprechen? Wollen wir erstmal die Comms raushauen? Bin ich auch dafür. Nee, ich stehe einfach rum und warte, was ihr macht. Das ist eine scheiß Taktik. Ich kann das überhaupt nicht steuern. So. Ich warte einfach ab. Der was übrig bleibt, gegen den kämpfe ich. Hey, er hatte gerade die Chance. Oh, ja gut, ich komme schon. Komm. Hey, ich hab doch... Okay, wollte ich gerade sagen. Wollen wir einfach so stehen bleiben? Ja. Dann haben wir beide gewonnen, oder? Ne, du kannst meinen Ballon haben, nee, Spaß. Ich hau lieber ab. Ich hau lieber ab. Komm her, du Feigling. Ich hau lieber ab. Ja, geil, das wäre ein Safe Sieg für uns beide, Alter. Warum gibt's bei sowas eigentlich ein Zeitlimit? Verstehe ich auch nicht. Eigentlich sollte irgendjemand verlieren. Oder dass irgendwas runterfällt nach einer Zeit. Ja. Oh. Ich bin einfach immer noch Letzter. Ja, weil du das einzige Stern hast, du könntest 900 Münzen haben und bist Letzter. Das ist traurigerweise wahr. So, habe ich Bock drauf? Ja, komm. Let's go, oder? Ah, wenn du jetzt so viel Glück hast, ne? Dann freue ich mich. Ich entfolge dir auf YouTube. Nee, hatte ich nicht. Ja, hat sich komplett nicht gelohnt. Aber es ist trotzdem geil, dass man sowas kaufen kann. Das ist sehr interessant. Okay. Kommst du genau auf die Cooper-Bank? Ja. Ich bin der Einzige, der da eingezahlt hat. Weißt du das eigentlich? Geil, danke für die 12 Münzen. Ich bin der Einzige, der da eingezahlt hat. By the way, die Map bisher gefällt mir übrigens so semi. Na, ich fand bisher Spaceland am besten. Ja, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja. Luigi macht wieder Glücksspiel. Kennen wir von ihm gut? Jan weiß, was... Egal, du kannst da ja nur gewinnen letztendlich. Jan weiß, was ich meine. Ich glaube, der hat den Stern. Warum löst du den Kreis? Ach so, weil oben wahrscheinlich der Pfeil umgelegt ist. Okay, dann ist aber der Stern richtig scheiße. Das stimmt, die Pfeile sind gerade richtig scheiße gesetzt. Da muss einer wahrscheinlich auf so ein Ding kommen sogar wieder. Auf dieses Dingfeld. Dieses Fragezeichenfeld damit. Geil, er kriegt einen... Du läufst vorher einmal stehen. Ja, das geht auch. So, jetzt würfel ich wieder mal eine 3. Die könnte halt echt hinkommen. Na, schau, eine 5. Eine 2 und jetzt noch eine 1 hinterher, hätte ich gesagt. Das ey! Ist ja noch weniger. Das ist ja noch weniger. Digi, das ist ja Next Level Shit, was du da machst. Warenangebot hat sich geändert. Oh! Ja, oh. Sicher, jetzt hat er das Glück.
Da ist sie also. Mhm. So, jetzt ändert sich der Fall in der nächsten Runde und jetzt kann ich da weiterlaufen. Mhm, kannst du. Eventuell. Der hat einfach eine scheiß Gold. Ja, sonst kannst du auch die Goldröhre einsetzen. Das stimmt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hab auch keinen einzigen Pass gehabt. Noch keinen einzigen. Bei der so viel Glück bekomme ich nicht. Bei der Menge an Würfel, die du eingesetzt hast. Hey, willkommen im Club. Aber er hat erst einen, nicht zwei wie du. Man braucht mindestens zwei Schlüssel, um in dem Schlüsselclub zu sein. Ich hatte vorhin mal drei. Also ja, ich bin alleine diesmal, okay? Ja. Kann wieder Tor kommen. Schade, Failscaller. Oh nee, da verliere ich. Das kann ich überhaupt nicht. Was war das nochmal? Das war das, wo du den Berg rauflaufen musst. Ach ja. Das kann ich nicht. Da gewinnt ihr automatisch. Da brauche ich gar nicht spielen bei dem. Ja, dann lass es sein. Ja, das glaube ich schon. Ich werde es probieren, aber ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht probieren brauche. Kommt doch nicht zu mir! Mir scheißegal, die anderen laufen weiter. Ich weiß. Als ob ich euch gerade wirklich auf Distanz halte. Naja, Yoshi ist da. Danke, Yoshi. Nee, Yoshi. Spiel ist auch so eine Scheiße, die was keiner will. Nur weil du es nicht kannst. Ja, eh, deswegen ist. Alle Spiele, die du nicht kannst, sollen automatisch aus dem Spiel raus. Finde ich schon. Ja. Was hast du gerade gesagt? Danke, Yoshi. Ja. Warum sag ich zwar nicht oft, aber ausnahmsweise. Warum bist du so gemein zu mir? Du bist auch so gemein zu mir. Ja, das werden wir jetzt gleich mal bestrafen. Ja, komm, setz die Raubtruhe auf mich ein, mach das. Ja, sicher. Mach das. Dann kannst du den Schlüssel ergattern. Oder die Röhre. Mach das ruhig. Na, schade. Bitte sehr. Schade. Ich bin so stark davon ausgegangen, dass du den Schlüssel kriegst. Ne? Schade, aber da hat halt mal wieder nur das Glück für Kino gespielt, aber es kommt halt mal vor. Ich habe gern Schlüssel zu vergeben. Ah, ich habe einen 10 dafür. Zu Yoshi, perfekt. Ich fühle das jetzt gerade irgendwie. Du willst auch einen haben, ne? Also ja, ich fühle das jetzt gerade sehr. So. Man hätte es ja probieren können. Ich habe auf das nämlich die ganze Zeit gewartet mit der Raubtruhe. Wie viel brauche ich bis zum Stern? Wie viel brauche ich? 11. Das schaffe ich nicht. Ne. Egal. Oh ne, ich komme auf Bowser, oder? Ja. Das geht gar nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn du die Goldröhre einsetzt und dann. Ja, glaube ich auch. Eine Itemtasche hättest du auch kriegen können, gerade. Habe ich aber nicht. So viel Glück habe ich nicht. Ja, Itemtasche wäre krass. Es wundert mich schon, dass ich keinen Generalschlüssel bekommen habe. Ich will an der Stelle mal sagen, es gibt gerade so viele Möglichkeiten, wo du einfach Glück haben könntest, damit du wirklich jetzt die erste Party gewinnst. Vor allem, weil du jetzt noch Letzter bist. Ja. Also jetzt hast du gerade echt gute Chancen, die Party zu holen. Wie gesagt, ich brauche nicht unbedingt die holen, weil ich bin schon zufrieden damit, dass ich schon eine geholt habe. Ja. Weil es kriegt auch keiner von euch irgendwie eine zweite. Also Generalschlüssel gibt es sehr viele in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Oder kommt mir das nur so vor? Minimal. Minimal, komm, Glücksgolf. Ah, Mann. Das schade. Müsste ich gewinnen. Das ist nicht, was kratzende Kuchen Mario Party 5, das hier. Ach, das konnte ich ja gar nicht. Genau, deswegen, es müsste eigentlich ein Sieg für mich sein, weil da weiß ich ganz genau, wie ich steuern muss. Kannst schon starten eigentlich. Wieso soll ich immer direkt starten, Markus? Weil du es eh nicht kannst. Vor allem, ich finde es geil, wenn ich der Erste bin ich sogar in der Innenbahn. Das ist ja noch mehr Glück. Ja, du kannst ja die Bahn wechseln, ist ja kein Problem. Ja, aber ich meine am Start in der Innenbahn, das heißt, ich muss nicht irgendwie mich durch die anderen durch. Okay, ich bin aber nicht so gut, wie ich normalerweise bin. Achso, ich bin schon, okay. 26,47, ne, ich war schon unter 25 auch. Ich habe am Anfang ein bisschen geschielt.
Das macht auch nichts, du weißt auch, wer letzter wird. Es ist noch nichts entschieden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dich der Bonus dann für den vierten auf alle Fälle bevorzugt. Es gibt ein Item, was mir da richtig Sorgen macht. Und vor allem, Yoshi steht vor einer Showstime. Da vorne ist ein Feld, das ist, also ich bin. Ja, du bist. Eine 7. 7-Eleven. So. Boah, da schlägt er einfach die Karte auf. Ja, muss ich. Unverschämt, ja. Der Kerl. Es gibt die Möglichkeit. Ja, komm. Kaufst du jetzt auch eine Röhre? Wenn es eine gibt, perfekt. Natürlich. Heute im Sonderangebot. Ja, dann hau ich gleich mal den Glückszahlwürfel weg. Weil die Schlüssel sind unantastbar. Ja, natürlich. Leck mich am Arsch mit dem Schlüssel. Die Schlüssel sind unantastbar, genau so ist es. Mhm. Das hast du dir verdient, Alter. Jetzt würfel du mal eine 1, damit du nicht zum Stern kommst. Schade. Also, du kommst sogar zu dem einen Typen. Das bin nicht mal ich, Markus. Ach so. Das war... Sorry, das kann passieren. Ich bin so geil, Alter. Oh. Glücksfeld, Alter. Generalschlüssel kommen, na schade. Weißt du, das wird noch ein Meme in dieser Folge, Alter. Ich weiß, wie ich die Folge nenne. Generalschlüssel. Generalschlüssel einfach. Er macht's, oh. Ja. Ja, bevor mir die geklaut wird. Jetzt kann sonst kommt da keiner hin irgendwie. Hätte eh keiner klauen können. Wer weiß. Null. Null, ja, natürlich. Natürlich würfel ich eine Null. Natürlich. Boah, ich kann es gar nicht glauben, dass ich wirklich einen Stern habe. Pass auf nicht, dass noch Bowser kommt. Damit bin ich sogar auf Platz 2. Damit jetzt. Bin ich jetzt sogar letzter. Okay. Übertreib komm, halt. Komm. Nee, da bin ich nicht. Der ist am Start. Da bin ich so gar nicht. Der ist voll am Start gerade. Er ist voll am Start, genau. Natürlich gehe ich da rein. Da hinten ist der Buhu. Ui. Das war Plan B, der Buhu. Deswegen habe ich auch gesagt, du hast gerade die besten Chancen zu gewinnen. Weil du kannst jetzt einfach direkt zum Buhu auch. Ja. Und das Geld reicht auf alle Fälle. Solange jetzt keiner aufs Bowserfeld kommt oder sowas. Glaub, nee, es ist ja keins in der Nähe, außer dass da unten und da, wo du jetzt hinläufst, ist auch ein Chance-Time, oder? Nee, oh, zum Glück. Oh! Was macht der Maulwurf, Alter? Wenn ich hinlaufe, dann kann ich es dir sagen, aber ich weiß es noch nicht. Dann lauf da hin. Muss ich erst? Jetzt bin ich ja, schon wieder alleine. Ach, Bruder. Das habe ich beim letzten Mal verkackt. Und das hat mir Was ist denn Kubus der Verdammnis? Das ist das, was ich verkackt habe und was mir den Sieg beim zweiten Brett gekostet hat. Ich schaue schon wieder. Huh! Das war knapp. ja. Das werde ich eh, glaube ich, verlieren noch. Weil ja, ich glaube, das werden wir verlieren. Das Brett ist kleiner, als was es mal war. Oh Gott! Ich wollte es gerade auf die Spitze treiben. Das ist als Kleiner einfach viel einfacher. Du kannst das einfach nur nicht. Yoshi! Das feiere ich gerade ja mal mega! Und die steht da einfach nur rum! Dumm! Schade, ich hätte das noch? Ja, zählt, das war noch eine Sekunde. Oh, Alter, das wäre jetzt so geil gewesen. Meine Fresse. Das wäre jetzt so geil gewesen. Einfach stehen bleiben und gewinnen. Yoshi, dieser Wichser, Alter. Hat der dich einfach geklappt? Das hast du gesehen, ne? Ja, und Luigi hat einfach nichts getan. Ich hätte es gefeiert, wenn ich so. Ja, der wirklich nur, hat nichts getan. Und Yoshi steht einfach nur im Weg, anstatt in deine Richtung zu gehen. Der Luigi hat einfach darauf gewartet, bis ich halt komme. Die waren beide scheiße einfach. Geil. Bruder. Jetzt muss ich noch mit einer 1 auch hinterher. Wobei, es stört mich nicht. Weil das heißt, ich bin jetzt Letzter. Und das heißt, wenn ich jetzt nicht auch einen Sniffit-Betrug erlebe, dann müsste ich vielleicht sogar ein geiles Item kriegen. Boah, das verdienst du dir einfach mega. Naja, wenn's Sniffit-Betrug, ja, wenn's so ist, dann ist es halt so. Habe ich auch nichts dagegen. Ich habe ja noch immer eine Goldröhre. Ich meine, ich habe jetzt extra die Goldröhre nicht eingesetzt. Einfach nur wegen dem.
Weil dann, damit ich letzter bleib. Weil vielleicht habe ich dann das Glück und krieg das. Oh, das ist gut. Ah ne, der hat's weggeworfen. Ja, ich habe noch eine gekriegt. Achso, er muss. Bowser, Bowser, Bowser. Das könnte Bowser sein, oder? Ich glaube nicht, das ist ein rotes Feld. Schade. Das kenne ich schon gut genug, ich bin da schon mal drauf gelandet. Ah ne, doch nicht. Aber da bin ich auch schon mal drauf gelandet, ja. Wer nicht? Ja, ihr! Ich bin der Einzige, der bis hier oben rumgelaufen ist. Ja, weil du, wenn du so abenteuergeil bist da oben. Oh, da gibt's auch eine Goldröhre. Zahl schön ein. Wir hatten vorhin alles kassiert, du, ne? Ja, ich hab einmal kassiert. Na, geil. Ich habe bis jetzt kein einziges Mal eingezahlt, auch. Ja. Das einzige Mal, wo ich vorbeigekommen bin, bin ich da drauf gelandet. Münzen mal zwei. Das ist aber scheiße. Soll ich jetzt wirklich gewinnen oder verlieren? Okay, gut. Ich sag's mal so, ich glaube, ich... Soll ich absichtlich... Nee, komm, es geht ja immerhin auch um Minispielstern. Wollte gerade sagen, Alter. Du willst ja hier nicht absichtlich verlieren. Naja, es geht halt gerade einfach um diesen letzten Bonus. Vielleicht gibt's das Item, was ich mir wünsche. Vor allem, was ist das bitte für ein Scheißloch? Mitten auf dem Hügel. Ich glaube, es würde sich mehr lohnen, ihn wirklich in die Mitte zu zielen oder sowas. Nee, glaube ich nicht. Der geht voll. Warum überspringst du? Ich wollte extra gucken, wie er das macht. Achso, wir können uns ja das nächste ansehen. Ja, danke, das bin ich. Ja. Scheiß. So, du machst 5 und halt mehr in die Richtung, okay. Oh! Nein! Nein! Das war ja mal mega. Was macht Luigi? Er macht viel zu stark. Der ist weg, oder? Ja. Der ist viel zu weit weg. Ey, der war ja richtig geil. Ich hätte gerade gedacht, der rollt rein. Alter, Golfprofi am Start hier. Ich mach 5, jetzt mach das nach. Das war nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich gar nicht gewinnen, aber ich mach's doch so. Selbst beim absichtlich Verlieren gewinnst du, oder was? So in etwa. Oh. Ja, genommen, wenn das so ist, oder? Ich bleib letzter zum Glück um eine Münze, das ist gut. Vor allem, wie wir einfach nur eine Münze Unterschied haben die ganze Zeit. Schon geil. Bitte kriegst du es nicht, Alter. Bitte betrügt er dich jetzt. Ja, wenn, dann ist es auch, dann ist es halt so. Ich bin Erster? Ja, durch die Münzen. Es sind 10, 11 Münzen ein Unterschied unter allen Plätzen. Wie gesagt, wenn es ich nicht bin, stört es mich auch nicht. Oh, Monty. Doch, ich werd's. Ich wollte gerade sagen, so, das bist du gar nicht, aber bitte, du bist ja gar nicht erschienen. Bitte, 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 gib mir jetzt das Item, was ich hoffe, dass man es kriegt. Nein, nicht das! Du wolltest eine versteckte Karte, ne? Nein, ich wollte die Buhu-Glocke. Kenne ich gar nicht. Damit kannst du Buhu hervorrufen und der kann dir auch einen Stern direkt klauen von überall. Gibt das in dem Spiel? Ja. Die haben wir sogar schon gehabt. Nee, die sagt mir gerade gar nichts. Ich könnte mich erinnern, dass wir die in einem Part hatten. Die sagt mir gerade gar nichts, muss ich sagen. Will ich kurz mal gucken. Raubtruhe. Stimmt. Also könntest du Yoshi, ne? Ja, das fällt mir auch gerade auf. Ja, dann. Allerdings könntest du auch einen Schlüssel bekommen, ne? Das ist egal. Du hast eh nichts. Du bist nee. Mir ist das scheißegal, ich bin alles losgeworden. Ja! Die kriegst du auch noch! Ja! Dann hast du einfach safe 2 Sterne. Mhm. Das ist absolut episch. Hm. Willst du auch mal nach oben kommen? Nee, Raubtruhe. Hundepfeife sogar noch. Schade. Will ich lieber wegschmeißen. Die schmeiße ich eh weg. Ich kümmere mich nicht darum, dass ich einfach Goldröhre wegwerfen. Tschüss. Jo. Oh Mann. Ich habe ihm echt die Goldröhre. Ich habe ihm sein Leben gerade geklaut. Oh. Er macht einen Switch. Ach, dann ist es wieder normal jetzt, oder?
Nee, jetzt oder war das der andere, den wir vorhin umgestellt haben? Ja, jetzt sind die beiden rechten, gehen jetzt nach rechts. Also die Mitte und rechts geht nach rechts und der linke geht wieder nach links. Ist sehr kompliziert, ich weiß, aber... Joa. Jetzt kommst du auf Pause. Oh Gott. Es ist schon belastend. Ja, war klar, ich weiß eh, genau. Du kriegst doch gleich sowieso noch zwei Sterne. Eben, deswegen wollte ich mich mit der Röhre absichern. Weil ich wusste, dass, beziehungsweise ich wollte die Buhu-Glocke deshalb, damit ich mir den geklauten Stern von dir zurückholen kann. Das wäre mein Plan gewesen. Ach so. Aber jetzt sowieso gucken, was passiert bei Bowser. Verliere einen Stern. Boah, das wär's, Alter. Ah, komm schon. Da steht schon. Oh! Was ist das denn? Alle Münzen werden aufgeteilt, gleich. Okay. Das heißt, alle. Hat er nie da gleich viel Münzen oder was? Ja, yep. Und das heißt, du kriegst Münzen und wir verlieren alle welche, weil wir haben alle gleich viel und du hast weniger. Oh, dann hat sich das ja gelohnt für mich. Leider. Schade. Also jetzt gerade wird das, jetzt gerade supportet das Spiel dich ordentlich. Im Gegensatz zum Anfang, wo ich nur Schlüssel bekommen habe. Warum geht der freiwillig auf... Nicht sein Ernst, der Alter. Geht freiwillig auf Bowser? Will er vielleicht jetzt doch noch irgendwas mit einem Minispiel? Das könnte ich mir gut vorstellen, oder? Wenn er jetzt einen Stern verliert, hat es sich nicht gelohnt. Bitte mach, du verlierst einen Stern, ja. Ja! Ach komm, Yoshi, also das hätte, also wenn ich jetzt ein Yoshi wäre, das wär, hätte ich nicht gemacht. Ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich Yoshi einen Stern klaue. Ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Mit Luigi. Mit Yoshi, aha. Ja! Das geilste 2 vs 2 Spiel all time for me. Das geilste. Was muss man denn da machen? Du musst einen Hindernisparcours überwältigen. Und du siehst eh B smashen, danach X, dann Y, glaube ich, oder umgekehrt. Und so weiter und so fort. Du musst einfach die Hindernisse überwältigen. Das Spiel dauert bis zu 2 Minuten. Also wenn du das jetzt alles durchüben willst, dann... Achso, ich wollte nur gucken, wie es funktioniert. Ja, also, ne, das ist ein relativ langes Spiel, aber es ist richtig geil. Danke, dass wir das im Let's Play hier noch sehen. In der letzten Folge. Ah, ne, ich bin daneben! Oh Gott! Na gut, jetzt hätte ich euch fast einen Vorsprung gegeben, weil ich dumm war. Das bringt nichts, springen. Aber Achtung, jetzt kommt erst die geile Stelle noch. Da vorne kommt jetzt dann das Lustige. So, und jetzt wird's lustig hier. Y. Nein, ich bin daneben gelandet, verdammt. Das ist hier so schwierig. Deiner läuft einfach ohne dich. Warum? Ich hasse das. Das ist in Mario Party 4 viel einfacher. Oh, scheiße, Mann. Jetzt habe ich es verschenkt. Nein! Ja gut, okay. Wenn du auch so bist, dann passt's. Aber wie lange braucht der damit noch respawns? Okay, danke. Gut, dann hast du mir wieder ausgeglichen. Das freut mich. So, und jetzt kommt das Labyrinth. Nein! Was hast du gemacht? Wir haben gleich direkt instant die Röhren gefunden. Nein! Ich kann eigentlich schon mal aufgeben. Denke so 3 oder was? Oh mein Gott, ich bin 2-mal runtergefallen aus Dummheit und habe ich schon verloren gesehen, dass der jetzt 4-mal runterspringt. Ich hab doch Springen gedruckt, Alter! Das ist so ein Betrug wie in Mario Maker, ich seh's schon. Ich hab Springen gedruckt. Oh mein Gott, das war mal anders episch gerade.
Meine Fresse, Alter.